Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Geil, dass ihr wieder am Start seid. So, wir zocken noch Risen. Und ich bin auf alles gefasst. Wirklich, ich bin jetzt auch wirklich auf alles gefasst. Ich werde direkt straight wegrennen, egal wo ich bin. Ich glaube nämlich, Jorgenson könnte mein Hinterlassen der letzten Folge als Kriegserklärung gewertet haben und nicht als Quittung. Mal gucken. Ah, nee. Okay, hat er offenbar nicht. Wir werden nicht angegriffen. Gut, 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 gut. Okay. So, wir sind tatsächlich wieder in der Hafenstadt. Okay, jetzt gucke ich erstmal ins Log. Auf verlorenem Posten. Ah ja, das war das, was ich angenommen hatte, die zwei. Oh nein, ich muss Gary folgen, ne? Na, Süße? Ach, scheiße. Wie wär's mit uns beiden? Ich biete dir Stunden der Lust, die du nie vergessen wirst. Wie viel? Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du mich mit Gold überschütten wollen. Aber für den Anfang reichen ein paar Münzen. Gut, gehen wir. Dann folge mir. Die nächsten Stunden gehören nur uns. Ach scheiße, die Quest ist dafür jetzt gescheitert. Egal. Machen wir einfach nochmal. So. Da sind wir. Und was passiert jetzt? Entspann dich, Süßer. Jetzt werde ich dir die wahre Lust zeigen. Oh, geil! Man hört nicht mal was. Mein lieber Mann, du gehst aber ganz schön ran. Das sagst du doch bestimmt jedem. Das stimmt. Aber es war trotzdem gar nicht so schlecht. Na dann. Wie auch immer. Ich muss jetzt gehen. Mach's gut. Ja, das waren jetzt die 100 Goldstücke, gehen jetzt auf Jorgensons Nacken an der Stelle, möchte ich mal kurz sein. Quasi Entschädigung dafür, dass er sich jetzt die Maditen angeschlossen hat. So. Aber gut, ich finde es gut, dass er nicht nachtragend ist. Ich hätte jetzt auch schon damit gerechnet, dass er mich auch in so einer ähnlichen, prekären Situation rauslässt, wie ich es letzte Folge mit ihm gemacht habe. Ja. Ich weiß gar nicht, kann ich jetzt noch Leute irgendwie, also Maditen aus der Stadt schmeißen? Ich habe Gary verloren. Mist, du hast es vermasselt. Und jetzt? Ruhig bleiben. Noch haben wir nicht verloren. Gary wird sich trotzdem mit seinem Partner treffen. Du musst ihn finden. Wo soll ich ihn suchen? Vermutlich irgendwo in der Gosse. Vielleicht in einem Haus, vielleicht in einem Versteck. Suche ihn in der Gosse. Nee, eigentlich will ich das nicht so tun, ehrlich gesagt. Ich will lieber gucken, dass ich... Halte deine Finger bei dir, Bandit, sonst hack ich sie ab. Ich hoffe, wir verstehen uns. Heißt das, du hast auch einen Auftrag für mich? Es gibt tatsächlich eine Sache, bei der ich deine Hilfe in Anspruch nehmen will. Worum geht's? Die Banditen halten sich bedeckt, aber sie gehen trotzdem ihren schmutzigen Geschäften nach. Erzähl mal was Neues. Wiesel ist einer von ihnen. Er sitzt den ganzen Tag nur auf einer Bank. Das ist nicht verboten. Wiesel ist hier kein Unbekannter. Er hat früher Schutzgeld von den Händlern kassiert. Und? Was soll ich tun? Ich brauche einen Beweis, damit ich gegen ihn vorgehen kann. Sprich mit ihm. Freunde dich mit ihm an. Tu, was immer notwendig ist, um sein Vertrauen zu gewinnen. Die Hauptsache ist, du bringst mir einen Beweis. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Gut. Wiesel ist auf der Suche nach ein paar Krautpaketen. Kraut, hä? Na, das hört sich doch gut an. Diese Pakete sind genau der Beweis, den ich brauche. Okay, gut. Dann hole ich die dem mal. Na gut, das heißt aber trotzdem, dass wir Gary finden müssen. Also da führt kein Weg dran vorbei. Okay, interessant. Hat er die Armbrust verkauft? Nee, zum Glück nicht. Ich weiß jetzt, warum er die Armbrust nicht so gern tragen will. Er hat in der, ich glaube, fünften Folge... vierten Folge oder so. Oder sechsten. Ich weiß nicht, in irgendeiner vierte oder sechste Folge hat er gesagt... Er mag das nicht so, dass die Armbrust so durch die Axt klippt. So, was ich verstehen kann. Was mich jetzt nicht so stört. Was ist? Wenn es geht, würde ich jetzt trotzdem noch ganz gerne gegen die Banditen arbeiten. Wenn das möglich ist, würde ich das gerne tun. Aber ich finde es gut, dass Jorgenson in die Stadt jetzt nochmal zurückgegangen ist und nicht in die Vulkanfestung jetzt einfach weitergemacht hat mit der Aufquest. Weil hier in der Stadt gibt es halt noch super viel coolen Content und coole Characters und so. Ich mag das.
Ah ne, speichern, schnell speichern geht ja hier nicht. Oh Mist. Was willst du hier? Ich dachte, ich hab dich... Mich abgehängt? Tja, du solltest deine geheimen Treffen schneller beenden. Oh Mist. Hey, Penner. Schön, du hast deinen Spaß mit Gary gehabt, aber jetzt hast du genug gespielt. Jetzt ist es Zeit für dich zu verschwinden. Vergiss es. Du rückst jetzt die Pakete raus. Hey, du bist gerade im Begriff, einen großen Fehler zu machen. Das glaube ich nicht. Dann lässt du mir keine andere Wahl. Gary, jetzt kannst du was gut machen. Wir werden diesen Mistkerl das Maul stopfen. Für immer. Zeit für eine kleine Lektion. Los doch! Ja. Ja. Okay, das war einfach. Weiter! Wir könnten hier einen netten Schild bekommen. Ja. Oh shit, oh, das war mal knapp. Ich will Blut sehen. Mist, jetzt konnte ich den leider nicht looten. Was soll das denn schon wieder? Weiter! Oh ja, das war ein guter Treffer. Es gab ja auch einen Cutter in Gothic 1 in der Burg im alten Lager. Der hat auch eine Glatze gehabt. Vielleicht ist das eine Anspielung an den Cutter von damals. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Weiter! Ich mag den Sound von dem Schild, muss ich sagen. Ja! Ja. Oh, das war aber knapp. Das ja. Noch Ärger. So viel ist sicher. Der hat genug. Und drei Pakete. So, ich will jetzt die Wahrheit hören. Carter ist schuld. Er wollte, dass ich etwas von dem Kraut zur Seite schaffe und an ihn verkaufe. Was hast du dafür gekriegt? Fleisch und etwas Gold. Aber das war nicht viel und ich habe auch nichts mehr. Bitte sag's nicht Carlos. Ich will nicht in die Vulkanfestung. Ich werd's auch nie wieder tun. Hau schon ab. Oh, danke. Kannst froh sein, ey. Du könntest in die Vulkanfestung. Solltest dich glücklich schätzen, Mann. Hier wird nicht geklaut, nicht verstanden? So, jetzt fang an zu reden. Hey. Ich wollte Don Esteban nicht ans Bein pinkeln. Aber genau das hast du getan. Du hast sein Kraut geklaut. Du hast Don Esteban ans Bein gepinkelt. Aber ich hatte nicht vor, das Zeug in der Stadt zu verkaufen. Sondern? Ich wollte es in der Vulkanfestung verkaufen. Die Rekruten in der Festung sind doch alles Verbrecher. Das sind doch alles Krautraucher. Und weiter? Und die haben doch das Gold aus den Ruinen. Die sind doch alle reich. Wer steckt alles mit drin? Nur ich. Und das soll ich glauben? Glaub doch, was du willst. Für mich ist es eh gelaufen. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Dich haben sie wohl zu heiß gewickelt. Nach der Scheiße, die du mit mir abgezogen hast? Vergiss es. Okay. Gucken wir uns erstmal um. Naja, Gold. Das ist schon mal meins. Was willst du hier? Ich klau hier. Du diebische Ratte, ich mach dich fertig. So richtig trocken, ich klau hier. Bock auf eine Runde 2, du Assi. Ja. Oh. Oh, nicht schlecht. Den Move hätte ich auch gerne drauf. Ah, da oben ist noch ein Fell, cool. Nichts zu holen. So gut, dann geben wir die Pakete mal an den Ordenskrieger ab. Ist aber, ich bin mal gespannt, wie das noch funktioniert. Also, wisst ihr, was krass wäre? Es wäre einfach, aber es wird nicht gehen. Rein schon aus storytechnischen Gründen wird das einfach nicht gehen, technisch. Aber es wäre wirklich geil, wenn ich jetzt trotzdem noch für den Orden arbeiten könnte und wenn ich trotzdem noch ein Empfehlungsschreiben für die Vulkanfestung bekommen könnte und trotzdem noch, wenn ich wollte, Novize werden könnte. Das wäre so geil. Aber das wird natürlich nicht funktionieren, deshalb brauche ich mir da keine Hoffnung machen. Aber ich kann trotzdem noch für den Orden arbeiten und das finde ich ganz cool. Auch wenn ich Bandit bin. Sehr interessant. Sehr interessant, das mal rauszufinden. Nee, du warst das nicht. Du warst das hier, ne? Diese Pakete dürften dich interessieren. Was ist denn? Junge, Junge, das nenne ich eine Menge Kraut. Das Zeug gehört Wiesel. Du wolltest doch einen Beweis haben. Ich denke, das sollte genügen. Ja, das ist mehr als ausreichend.
Jetzt haben wir ihn in der Hand. Und jetzt? Willst du ihn in die Festung schmeißen? Das würde ich nur zu gerne tun. Aber Wiesel gehört nicht zu den Typen, die sich einfach so rekrutieren lassen. Nein, mir reicht es schon, wenn er die Stadt verlässt. Soll er doch zurück in den Sumpf kriechen. Nun, du hast die Beweise beschafft, also überlasse ich diese Angelegenheit dir. Sehr schön. Weg mit dir, du Pfeife. Deine Pakete sind bei Marcello. Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Ich meinte, bring die Pakete nicht zu Marcello. Verlasse die Stadt oder ich werde dich töten. Hey, Kleiner. Pass auf, was du sagst. Ich werde die Stadt verlassen. Aber nicht, weil ich den Kampf gegen dich fürchte. Es ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort für einen Kampf auf Leben und Tod. Aber wer weiß, möglicherweise läufst du mir später nochmal über den Weg. Kann ich den Toni jetzt noch loswerden? Ey, dann hätte ich 4 von 4 für den Orden. Das wäre schon cool. Halt! Du kommst hier nicht rein. Okay. Schön, dich zu sehen. Shit, er hat auch für Toni gearbeitet. Ich fürchte, dann war's das an der Stelle. Ich glaube, dann können wir jetzt nicht noch weiter für Norden arbeiten, weil er den Rest wird er wahrscheinlich für die Banditen gemacht haben, nehme ich mal an. Gerade nicht. Tja, okay. Was ist denn sonst noch offen? Alles, was Heilung bringt, Leonardo. 10 Heilkräuter, 5 Heilpflanzen, 2 Heilwurzeln. Wurzeln haben wir, Pflanzen fehlen noch und Kraut fehlt noch, okay. Naja gut, das kann man später machen im Laufe der Zeit, das rennt ja nicht weg, glaube ich. Wir haben super viel Geld, sehe ich gerade, okay. Aber haben wir Lernpunkte? Ja! Pass auf, dann investieren wir das jetzt irgendwie. Die Frage ist nur, in was? Tja, meine ganzen schönen Pläne mit der Frostmagie und so, das ist halt alles jetzt hinfällig. Warte mal, gibt es irgendwo einen Armbrustlehrer? Ich weiß, dass im Sumpflager ein Armbrustlehrer ist. Lehrer hier. Ukurs Stärke- und Axtkampf. Schlösser, Schleichen, Alchemie. Ja, okay, Schlösser knacken. Ja, komm, mach mal Schlösser knacken. Das ist eine Sache, völlig gildenunabhängig, was wir im Late Game schon noch brauchen könnten, um Kisten irgendwie zu öffnen. Das ist schon okay. Das können wir schon machen. Das hätte ich, glaube ich, vielleicht auch gemacht, wenn wir irgendwie Magier geworden wären oder so. Machen wir das. Er hat also für Toni und für Sid gearbeitet und für Scordo. Das hat offenbar gereicht, um Bandit zu werden. Das ist krass. Nein, jetzt nicht. Schade, ich kann für die alle nicht mehr arbeiten. Hier muss es stinken. Wie im Schlachthaus. Ah ja, Sekunde, das ist das Schlachthaus. Lel. Aber Fleisch geklaut, ciao. Wobei, warte mal, Stärke? Nee, komm, warte mal. Ich investiere einen Punkt in Schlösser öffnen und einen in Stärke, glaube ich. Willkommen bei der Bande, Kleiner. Jetzt wird hier endlich aufgeräumt. Weiter so. Ja, ich wünschte, ich könnte aufräumen mit euch, aber es geht leider nicht mehr. Ich will ein besserer Dieb werden. Zeig mir, wie man Schlösser knackt. Viele Schlösser haben einen Sperrbolzen, den du erst runterdrücken musst, um das Schloss zu öffnen. Anschließend kannst du mit dem Dietrich in alle Richtungen drücken, bis das Schloss offen ist. Aber sei vorsichtig. Wenn du in die falsche Richtung drückst, kann es passieren, dass dein Dietrich abbricht. Okay, das reicht mir erstmal. Einen Auftrag nehme ich nicht von dir an. Also ich jedenfalls nicht. Vielleicht macht's Jorgenson, aber... Ukos. Stärke. Stärke ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, weil dann könnte ich mir bei Gelegenheit nochmal gucken, ob ich mir einen Zweihänder noch kaufen kann, einen netten. Zeige mir, wie man kämpft. Ich will stärker werden. Gut so. Ich will stärker werden. Weiter so. Ich will stärker werden. Gut. Jetzt haben wir, glaube ich, nichts mehr, ne? Ja. Das heißt, wir haben jetzt ordentlich Stärke gelernt. 45 haben wir jetzt schon. Wir könnten jetzt zum Schmied gehen und mal gucken, ob das reicht, um irgendwas Tolles zu lernen. Lel. Ja, guck mal, hier geht's ja noch. Wo geht's denn hier noch hin?
Ah ja, guck mal, hier haben wir noch Kräuter. Vielleicht können wir auch die Alchemie. Was willst du? Ich will gar nichts. Ich gehe schon wieder. Tschüss. Aber warte mal, was ich mir vorstellen kann, was Joranson noch nicht gemacht hat, ist hier oben plündern. Wie kann man denn da hoch? Ins Lagerhaus rein. Ich meine, wir können jetzt schleichen und wir können Schlösser öffnen. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Schade, okay. Dann wird das wohl noch nichts. Wie? Ja, ich meine, ich muss dort rein, glaube ich. Ne? Aber gut, wir können hier pennen. Es ist zumindest wieder Tag. So. Ja, dann gehe ich jetzt mal zum Waffenhändler. Guck mal, ob ich mir ein schönes Zweihandschwert kaufen kann. Ja, ganz ehrlich, ich hätte schon Bock auf einen Zweihänder, ehrlich gesagt. Aber wenn es so ist, dass die Zweihänder nicht mit dem Axtkampf funktionieren, dann würde ich das nicht tun, tatsächlich. Also ich würde das wirklich nur dann machen. Ich würde die Axt und so Kram, ich würde das alles verkaufen für ein Zweihandschwert, wenn wir eins tragen können. Aber auch nur, wenn die Axtkampffähigkeitspunkte, die wir gelernt haben, auch mit dem Zweihänder funktionieren. Wenn nicht, bringt das ja nicht viel. Joranson hat gesagt, er will mit der Axt spielen, weil er das noch nicht getan hat. Aber ich glaube, ich hatte es mal getan und ja, war okay, aber wenn es um Stilelemente geht, bin ich halt eher der Schwerttyp als der Axttyp, muss ich ganz ehrlich sein. Lass mich raten, du willst deine Waffe kaufen. Ein paar Klingen habe ich noch da. Reparaturen und Schleifarbeiten dauern länger. Also, was darf sein? Zeig mal, was du hast. Yes, er hat einen schönen Zweihänder. Oh nein, ärgerlich, ich bräuchte 5 Stärke. Na, jetzt habe ich es überspeichert, ne? Jetzt geht's nicht mehr. Jetzt geht kein Weg mehr zurück. Ja, 5 Stärke treibe ich in der Folge jetzt nicht mehr auf. Wobei, warte mal, ich kann noch mal gucken, brauche ich, wie viele Lernpunkte brauche ich noch für ein Level up? Nee, zu viel, als dass ich das jetzt noch schaffen würde. Zeig mal, was du hast. Jetzt hätte ich vielleicht doch nicht Schlösser öffnen lernen sollen. Aber gut, ist nicht schlimm. 300 Gold, ja, ich denke schon, dass ich das irgendwie noch zusammenkriege. Notfalls verkaufen wir auch noch die Armbrust. Ich will ja erstmal einfach nur testen, ob es möglich ist, weißt du? Das Bastardschwert, das ist so ein Schwert, das kann man zwar auch in einer Hand halten, aber normalerweise hält er das erstmal mit zwei Händen. So. Zack. Sei vorsichtig mit der Waffe. So ist es recht. Ja, das muss ich jetzt erstmal testen, ob das auch so funktioniert. Sieht schon geil aus, muss ich sagen, ne? Ich mag das Schwert. Steck die Waffe wieder ein. Nee, es funktioniert leider nicht. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Das ist halt ein Bastardschwert. Das wird auch nur mit dem Schwertkampf funktionieren. Witzigerweise, das Logo ist das gleiche wie hier. Shit, jetzt kann ich das nicht mehr testen. Jetzt kann ich es leider nicht mehr testen, ob das Zweihandschwert auch so funktionieren würde, weil ich jetzt alle Lernpunkte schon ausgegeben habe, ich Trottel. Scheiße. Oder warte mal, wo... Ah, nee, warte mal. Ich guck nochmal kurz, ich lade nochmal kurz den Automatik-Save. Vielleicht ist das... Yes, perfekt. Perfekt, warte mal, was habe ich jetzt hier schon erledigt? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Jetzt will ich nochmal gucken, ob... Jetzt will ich die 20 Lernpunkte, baller ich jetzt alle auf Stärke und jetzt will ich das mit dem Schwert wissen. Ich will das jetzt wirklich mit dem Schwert wissen. Weil dann kaufen wir uns so einen fetten, geilen Zweihänder und schmeißen die Axt weg. Das will ich jetzt wissen. Es sollen alle gestorben sein. Wobei, es kann sein, dass das dann mit dem Gold nicht mehr hinhaut, aber mal gucken. Mal schauen, mal schauen. Ne, ich glaube, das würde mit dem Gold nicht passen, ne? Gut. Ich will... Gut. Ah, ja, es war klar, dass das nicht reicht mehr. Jetzt muss ich irgendwie noch Gold auftreiben. Oh gut, guck mal bei Patty rein, da können wir bestimmt noch ein bisschen Gold kriegen. Hey, Fremder. Du siehst aus, als könntest du einen ordentlichen Schluck vertragen. Hier hast du ein Bier. Trink erstmal ein. Das Zeug ist das Beste der ganzen Stadt. Danke. Hm, das ist gut. Ich hörte, du gehörst jetzt zur Bande des Don. Wenn das mal eine gute Idee war. Nee. Was stimmt damit nicht? Das sind doch bloß Verbrecher.
rauben und stehlen, was das Zeug hält. Ja. Ach was, Piraten haben auch keinen besonders guten Ruf, habe ich gehört. Ja, ja, schon gut. Lassen wir das. Gib mir noch ein Bier. Ich wusste, es würde dir schmecken. Aber ab jetzt bezahlst du dafür, okay? Zeig mir deine Ware. Ja, ich kann den Müll hier genauso verticken. Komm, da gebe ich mal die ganzen Lebensmittel hier, die man nicht, jetzt nicht so braucht. Milch, Alter. Hier eine Wurst. Warum liegt da eine Wurst? So, den Hering können wir verkaufen. Gut, die Werkzeuge sollte ich jetzt nicht verticken. Gut, die ganzen Rohstoffe schmeiße ich jetzt mal weg. Ganz ehrlich. Ich will nichts damit anfangen, wenn Jorunsen damit was anfangen will. Hat er Pech. Muss er sich die Sachen neu organisieren. Ich werde jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich die Stärke noch lerne. Da haben wir 50 Stärke und dann will ich mal diesen Zweihänder kaufen. Und wenn das dann immer noch nicht funktioniert, ist nicht schlimm, dann haben wir immerhin 50 Stärke. Zeige mir, wie man kämpft. Ich will So, jetzt haben wir keine Lernpunkte mehr und kaum Gold, aber das ist nicht schlimm, den Rest. Gucken wir jetzt mal, ob das jetzt mit der Axt mit dem Zweihandschwert funktioniert. Menschen waren das nicht. Aber ich glaube. Ah, guck mal, Wieseljagd ist jetzt noch offen. Ich muss dir jetzt nochmal kurz sagen, dass er sich aus der Stadt verkrümeln soll. Das machen wir jetzt nochmal schnell. Dann haben wir die Quest wieder erledigt. Will ja keine Rückschritte hier machen. Macht ja auch keinen Sinn. Ja, und Schlösser öffnen können wir immer noch lernen. Also, das rennt ja nicht weg. Deine Pakete. Ja, das überspringe ich jetzt auch mal. Das hatten wir jetzt auch gerade schon gehört. Hey! So, verzieh dich. Muss ich jetzt nochmal schlafen? Ja, ich muss jetzt nochmal irgendwo schlafen. Achso, hier übrigens. Wiesel verlässt die Stadt. Ein Bandit weniger in der Stadt. Das war gute Arbeit. Schade, dass es nicht noch solche Special-Dialoge gibt, wenn man selber Bandit ist. Das wäre echt cool. Kann ich irgendwo pennen? Ich werde, wenn du interessiert an Waren aller Art bist, wirst du bei mir bestimmt etwas finden. Aber wenn du nur gekommen bist, um zu betteln, kriegst du meinen Stock zu spüren. Na, okay. Ah, nein. Wieso kann ich mich nicht in das Bett da legen? Ärgerlich. Ah, jetzt muss ich wieder ewig irgendwo ein Bett suchen. Was ich nicht finden werde. Aber gut, ist nicht schlimm. Vielleicht kann ich mit dem Typen auch mitten in der Nacht handeln. Wäre ja ganz witzig. So. Da die werden wir jetzt verkaufen. Lass mich raten. Ja, ich will eine Waffe kaufen. Ja. Zeig mal, was du hast. So, den gönne ich. Aber der kostet auch nur 300, ne? Die haben den gleichen Preis, obwohl die unterschiedliche Werte haben. Interessant. Sehr interessant, muss ich sagen. So, die Jagdtrophäen sind hier tatsächlich ein bisschen was wert. Nicht so wie in Gothic, wo die irgendwie gar nichts wert sind. Die Rohlinge können weg. Müsste, hätte ich jetzt nochmal wenigstens nach Muscheln gucken können. Na gut, den Rest kann ich mit Gold handeln. So, ich habe ja gespeichert. Ich lade notfalls einfach neu, wenn das jetzt nicht funktioniert. Suchst du was? Hui. Tja. Nee, es geht leider echt nicht. Schade. Ist wirklich echt schade, ne? Ich liebe diese Zweihänder, die in Risen sind. Die sind wirklich total geil. Schade. Hätte gehofft, dass das auch mit Axtkampf funktioniert. Hier steht... Ja, hier steht halt Äxte und schwere Nahkampfwaffen. Und hier steht halt... Schwerter und leichte Nahkampfwaffen. Ein Zweihandschwert ist für mich, finde ich, ein schwerer Nahkampf, aber egal. Gut, okay, dann geht's halt nicht. Dann haben wir jetzt zumindest 50 Stärke, das ist doch auch okay, das ist doch auch was. Schade, schade. Na gut.
dann behalten wir einfach die Axt. Hier gibt's nichts. Geht doch nichts. Eine Perle, immerhin. Ja? Kannst du mir eine Waffe verkaufen? Nein. Alvaro kümmert sich um das Geschäftliche. Wie läuft's bei dir? Du hast wohl zu viel Zeit. Seit dem Gesetz des Inquisitors stecke ich bis zum Hals in Arbeit. Alvaro lässt mir kaum noch Zeit, mal in Ruhe ein Bier zu trinken. Keine Ahnung, wie lange ich nicht mehr geschlafen habe. Was ist mit Schmiederohlingen? Verkaufst du die? Sieht schlecht aus. Seit der Sache mit den Ruinen kriege ich keine Rohstoffe mehr. Kann man da gar nichts machen? Nun ja, es gibt da schon eine Lösung. Wenn du Eisenerz hast, kann ich dir daraus Schwertrohlinge machen. Kannst du mir was beibringen? Nein, dafür habe ich keine Zeit. Dank Alvaro. Erzähl mir was über Alvaro. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss arbeiten. Mach doch mal eine Pause. Und wer macht dann meinen Job? Du? Na, ich kann's ja mal versuchen. Und was glaubst du, wird Alvaro dazu sagen? Ich denke, er wird es begrüßen, wenn sein Schmied wach und ausgeruht arbeitet. Das Einzige, was Alvaro begrüßen würde, ist eine weitere Truhe voll Gold. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Vielleicht. Ich habe Nachschubschwierigkeiten. Ständig fehlt irgendwas. Jeden Mist muss ich mir hier zusammensuchen. Am meisten fehlt mir altes Metall, das ich einschmelzen kann, um daraus Rohlinge zu fertigen. Wenn ich genug alten Metallschrott hätte, würde mir das meine Arbeit sehr viel einfacher machen. Ich bring dir altes Metall. Aber du kannst doch gar nicht heraus aus der Stadt. Ich mach das schon. Wirklich? Das wäre super. Ich würde es dir auch bezahlen. Aber ich brauche verdammt viel davon. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Woher kriegt man so viel altes Metall? Die Bauern draußen hatten ziemlich viel alten Metallschrott auf ihren Höfen herumliegen. Alte Werkzeuge, Nägel, sowas eben. Aber ich habe von den Gnomen gehört, die da draußen herumstöbern. Sie klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich wette, die haben auch den ganzen alten Metallschrott der Bauern gestohlen. Verstehe. Ich habe bei den Gnomen diesen Werkzeugbeutel hier gefunden. Super, genau sowas habe ich gesucht. Ich bräuchte etwa 15 Stück davon. Was denn, 15 Stück? Weißt du, wie viele Gnome ich dafür umhauen muss? Tja, ich kann es nicht ändern. Was glaubst du denn, wie viele Waffen ich in den letzten Tagen geschmiedet habe, hä? Ich brauche das Zeug. Na schön. Ich werde sehen, was ich tun kann. Das kann aber eine Weile dauern. Mir egal. Hauptsache, du bringst sie mir. Alvaro nimmt dich ziemlich ran, was? Manchmal glaube ich, dass wirklich jeder in der Stadt eine Waffe haben will. Ha! Wenn Menschen Angst haben, schärfen sie ihre Schwerter. Und die Arbeit bleibt an mir hängen. Naja, Hauptsache es gibt Bier. Wisst ihr, ich muss ja jetzt mal was sagen, ne? Zum Zeitpunkt der Aufnahme war gestern Abend, hat Gronkh im Livestream auf Twitch Elex 2 angespielt. Mit Jenny und Björn zusammen. Und das war natürlich sehr interessant für mich. Und ich habe mir da mal die erste halbe Stunde reingezogen. Und ich bin sehr gespannt. Also es war natürlich noch alles eine Demo, ne? Also da darf man jetzt natürlich nicht überbewerten. Es ging mir auch gar nicht um die Bugs, aber es ging mir halt ums Aussehen des Spiels so ein bisschen. Und man muss einfach sagen, also ich hoffe wirklich, 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 dass da grafisch noch ein bisschen was gemacht wird. Also es sah halt aus wie aus dem 3D-Drucker, die Spielwelt. Das habe ich ja bei Elex 1 schon bemängelt. Aber wenn ich jetzt Elex 1 und Elex 2 nebeneinander stellen würde, wenn das jetzt grafisch, nehmen wir mal an, das bleibt grafisch so, wie es ist, dann habe ich echt ein bisschen Angst vor Elex 2. Weil es sieht halt echt nicht schön aus. Aber gut, wie gesagt, ist ja alles noch eine Demo gewesen. Ich denke mal schon, dass da noch was gemacht wird dran. Aber mal gucken. So, wo sind wir denn hier? Wir haben hier einen geheimen Keller gefunden. Den nehme ich natürlich noch aus, bevor wir die Folge jetzt hier beenden. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Okay. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Einfach um Jorgensen nochmal ein bisschen zu trollen. Lege ich die Axt jetzt einfach da rein. So, und dann würde ich sagen, ich danke recht herzlich fürs Zusehen. In der nächsten Folge geht's hier mit Jorgensen weiter. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.